Hi Leute und willkommen zurück zu Folge 17 von Crystal Project, einem wahrscheinlich sehr, sehr langen Projekt. Vielleicht sogar ein bisschen länger, als ich gedacht habe, wie lange es sein würde. Ist die Flamme? Hallo? Ah, warum kämpfe ich mit den Dingern? Ich hasse die. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich meine, es ist ja nur so, dass ich jedes Mal vergesse, also wirklich legit jedes Mal vergesse, was wir für eine Zeit haben, wie weit ich gehen kann, wie weit ich bin. Und ja, frisst überhaupt nicht meine Seele das Game. Nein, kein bisschen. Sleepy Babies, alle Sleepy Babies. Ist aber nicht so schlimm. Duran wird geschlagen, der kontert nicht, sondern alle werden verbrannt. Ach, ist das schön. Quickshot. Ich hätte dort machen sollen am Anfang, das wäre schlauer gewesen. Heal auf ihn. Und der Duran, der taunt jetzt nochmal, dass er wirklich definitiv hundertprozentig die Aggro hat. Du machst mal Feier! Pike, Feier! Bam, Crit, natürlich Konter, nice. Ich glaube, das ist nicht genug Damage, wenn ich jetzt nicht Blaze mache. Wenn ich den jetzt punche, dann müsste er den Dot-Damage fressen und ja, okay. Wir brauchen so viel Heal nach jedem Fight wegen diesem Sleep, ne? Ich versuche jetzt eigentlich, glaube ich, eher den Dingern auszuweichen hier. Die sind nämlich ein wenig ätzend. Ich versuche, ja, genau, das ist der Plan. Ah, da ist das Ding ins Wasser gefallen. Das war ganz am Anfang, letzte Folge, wir erinnern uns. Also nicht Anfang letzte Folge, sondern Anfang der Höhle. So, ich muss jetzt wahrscheinlich darüber, oder? Ist das nicht so? Ups. Das muss doch richtig sein, ne? Also das hier ist das Quintar-Sanktum, aber hier sind unglaublich wenig Quintare dafür, dass hier deren Heiligtum sein soll. Schauen wir mal. Das muss doch richtig sein. Wieso klappt denn das nicht? Mehr kann ich auch hier gar nicht machen, oder? Warte mal, ich bin da gar nicht da hinten lang, oder? Ah, hier sind wir gar nicht lang. Ah, schau mal da. Ein Silber-Ingot. Ich bin runtergesprungen. Ich glaube das alles nicht. Okay, nochmal mit dem Pilz nach oben. So, so. Nice, nice. Jetzt hier hoch. Dann da links hoch. Jetzt hier auf den Pilz drauf. Dann auf den. Oh. Ich weich aus. Weich jetzt. Naja. Weich ich wohl nicht aus. Ich hätte mal mit Taylor skillen sollen. Weil dann würde ich wahrscheinlich. Oh, ich hab gemisst. Weißt du was? Hast du 12 AP? Ach so. Das ist schlecht. Mach mal Refresh auf sie. Du machst mal den Omega Super Laser Blaster. Und du schlägst den da in der Hoffnung, dass du die Aggro bekommst. Ja, nice. Konter, Alter, geil. Alle angeschwächt. Nice. Pick up. Bam! Alle übel weggenutzt. Den anschießen. Zack, Alter. Den anschlagen. Geil. Und den nochmal schlagen. Zack. Tight. Tight, sag ich dazu nur. Potion. Wir sind schon wieder an der Potion Cap. Also go, go, go. Was soll der Geiz? 2 Silber, das ist gut. Wir haben Silber gerade sehr nötig. Ich bin legit draufgesprungen. Oh, neuer Gegner. Erstmal anschießen. Und dann beklauen. Ein Potion, das ist gut. Die heilen gut. 250 ist viel. Jetzt muss ich nur dafür sorgen,
dass wir nicht sterben. Das heißt, ich greife den an. Und ich greife den an. Also taunte den sogar. So, würde ich sogar gehen. Ah, jetzt machen die wieder so. Oh. Jetzt machen sie das wieder. Nein! Au, die Schmerzen. Aha. Taunter, geil. Sunbath. Oh. Ja, das könnten wir ja auch, wenn wir es benutzen würden. Jetzt ist der wieder geheilt. Das ist ja nervig, ey. Dann machen wir Blaze auf den da noch. Ja, für den Earth-Split reicht's immer nicht. Mach mal Chakra. Uff. Konter, geil! Ich liebe den Konter. Ich liebe den Konter. So sehr, das kann sich keiner vorstellen. Feuer! Er lebt noch, nein! Okay, Durant lebt aber auch noch. Kann ich noch nicht casten? Zack! Ja, komme ich nicht drum rum. Muss ja heilen. Und der schlägt den jetzt. Ja, und der schlägt zurück. Und dann ist er tot. Nice and Stein. Oh, zwei Potions, geil. Kann ich direkt wieder schlucken. So. Lernen, Taylor, Hunter. Single, Target, Bow, Skill. Geil. Reveals Target, HP. Multi-Target-Bow-Attack. Ja. Immer mit 80% Chance treffen. Geil. Ja. Bitte. Brauche ich. Danke. Okay, du, lieber Jergo, kannst mal gucken, was der Cleric so hat. Der hat einen besseren Heal. Heilt nicht wirklich doppelt so viel, aber heilt halt schneller. Wäre im Fight schon echt praktisch. Machen wir mal. Wo ich auf jeden Fall hin will, ist. Ach, da unten hin. Multitarget Full Heal für alle. Also für alle squishy Charaktere. Unser Tank wird natürlich nicht sofort gehealt. Aber so ist es nun mal. Noch einen Punkt auf Durant. Was bist du? Der Pilz hat mir einen Hut gegeben. MP. Das ist natürlich schon echt geil, nehme ich. Mehr MP sind gut, weil wir brauchen so viel Mana. Das kann sich kein Mensch. Also, es ist einfach. Ein Kleid. What? Tatsächlich Light Armor. Ja, geil! Kriegt auch alles. Letzte aber 15 Mind. Das ist schon eine Menge, aber. Nee, wir lassen das so, wie es ist. Achso, dann kann ich aber ihm das Ding geben, ne? Was hat denn der an? Ach, der hat das an, wo der Spirit und Mind bekommt. Aber bei ihm ist vielleicht besser, wenn er das Kleid anzieht. Weil das Ding erstens richtig krasse Defense und Resistance hat. Und wir kriegen weniger Magic Damage. Das ist vielleicht gar nicht so bad. Shit. Okay, da unten ist aber nochmal Silber. Oh mein Gott, der hat mich sofort attackiert. Oh, nicht das Ding. Nein! Okay. Quickshot. Zack. Damage. Hack. 283. Geil, 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 geil. Blaze. Oh, das kostet so viel, aber ich mach's trotzdem. Du tauntest den, auch wenn er eh seinen AOE macht, aber danach macht er seinen AOE nicht. Geist. Vielleicht stirbt er ja jetzt einfach. Wie Damage macht denn das? 390, nächste Runde ist er tot. Okay, jetzt ist er. Ja, ist tot. Okay, das ist eine gute Combo, aber kostet halt viele MP. Ah, der gibt aber auch eine Menge. Dingens. Hier, wie heißt das? Geld. Oh nein! Ich wollte das nicht.
Ich wollte da nicht reinfallen. Ah, ich kann die gut weg, Aro eben, ne? Ajo, definitiv kann ich das. Heil mal ihn. AOE mal da rein. 500 Schaden. Wow, das ist ja übel. Leider ist er erst nach denen dran. Das heißt, Tela wird wahrscheinlich sterben. Taunte mal wenigstens. Nee, Moment. Lach mal den da. Oh mein Gott, gemisst. Tela ist tot. Toter Tela. Ja. Uff. Oh. Der hat mich nach hinten. Der hat mich gecancelt. Der hat mein Spell gecancelt. Was für eine Sau. I'm dying, Steve. 338 reicht nicht. Dann auf den. Das reicht auf jeden Fall. Okay, Double Cast. Life? Life is life. Mein Mana is gone. Ja, dann lieber Tela. Alles wird wahrscheinlich nicht angegriffen. Duran wird jetzt geschlagen. Uff. Da, 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 da. Ich hab kein Mana. Schlag den. Oh nein. Nein, 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 God damn it. Jesus. Fuck. Oh, jetzt wird gebiebelt, Alter. Bam. Feuer. Dann wäre der tot. Du schlägst den, dann hast du wieder Aggro. Bam. Jago kriegt jetzt, glaube ich, nochmal Mana wieder. Der kriegt gar nichts wieder. Uff, das läuft nicht so wie geplant. Ich hätte gerne mehr Heilsachen. Phoenix Juice, Nebel. Gulp, 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 gulp. Jesus Christ, da unten ist noch. Oh mein Gott, es kommt hier hoch. Komme ich dann auch hoch? Nö. Ich hätte gerne. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich glaube, ich will erstmal oben weiter gucken. Ich weiß nur nicht, ob ich vielleicht einfach nach oben soll oder ob ich nicht nach oben soll. Ich habe keine Ahnung. Hier komme ich aber gar nicht hoch, oder? Ach doch, vielleicht. Vielleicht so? Ah, da ist nochmal Erz. Ah, hat sich schon gelohnt, nach oben zu gehen. Da ist auch noch ein Gegner. Quai. Ist trotzdem eine Zwiebel. Okay, anschießen. Ich liebe diesen Quickshot, der ist richtig geil. Krippen. Oh mein Gott, so viel Damage. Einfach 650 Damage in der ersten Runde. Ohne dass der Gegner was machen kann. Du schlägst den, weil du musst Mana regenerieren. Ja, es ist nicht Feuer, aber... Ja, mach einfach normal Feuer. Und du tauntest den. Weil dadurch machst du ja trotzdem Damage, weil du konntest den ja gleich. Ach ne, du konntest gar nichts. Ich finde es cool, dass es keine AP oder so kostet, sondern nur Cooldown hat. So, das macht trotzdem mehr Schaden, als wenn ich normal angreife. Bumm. Daneben. Oh, ich bin wach. Feuer. Ist dein Quickshot wieder ready? Nee, Schuss. White Magic auf ihn. Oh Gott, nein! Wieso war denn die White Magic jetzt so langsam? Ich dachte, die ist immer instant. Die war bis jetzt immer instant. Oh. Mein Tank ist tot. Mein Tank ist tot. Naja, hat trotzdem sein Ding ins bekommen, was er brauchte. Geil. Ich hab keine Ahnung, ich benutze den Juice. Wir müssen noch viel tankiger werden. Aber wir bräuchten halt erstmal Equip. Und wir haben halt gerade auch kein gutes Equip. Kein gutes Equip für Duran.
Wir haben halt immer noch die Ledersachen, die... Okay. Das heißt, ich hätte unten lang gehen wollen. Das können wir ja mal machen. Es leuchtet klar. Das ist ein Kristall! Es leuchtet klar. Quinta Sanctum. Oh ja, geil. Kann ich mich in einen Pilz verwandeln? Oh, ich bin jedes Mal richtig aufgeregt, wenn wir einen neuen Kristall kriegen. Oh, ein Chemiker. Was? Okay, ich kann 4 Tonics benutzen, um 200 zu heilen. Das ist der gleiche Wert, den ich bekommen würde, wenn ich 4 Tonics benutzen würde. Allerdings ist es halt für den Kampf. Next turn charges in 50% less time. Außerdem sind wir danach viel schneller. Ich kann auch eine Tinktur benutzen, die dann 5 Punkte weniger heilt. Dafür sind wir auch schneller dran, okay? Mehr Heilung, wenn das Ziel mehr prozentuale jetzt HP hat als der Nutzer. Also wie vorhin, also wie bei der anderen Folge, für mich vorhin, für euch vor ein paar Tagen. Wenn Dulran zum Beispiel 75% HP hat und Jaggot nur 50% HP, dann würde der Dulran doppelt so stark heilen. Äther, okay, da geht es halt hauptsächlich darum, Items zu benutzen und dann schneller zu sein. Okay. Chance um 25% erhöht, dass Consumables gedroppt werden. Potion schmeißen und einen random Buff kriegen, interessant. Gewürzt Targets AP to MP until AP is 0 or MP is full. Das heißt, wir schmeißen 2 Tinkturen, die 40 MP geben würden. Hä? Da sehe ich den Nutzen jetzt nicht so wirklich drin, bin ich ganz ehrlich. Außer man kann natürlich irgendwann mehr AP haben. Weil wir können maximal 30 AP gerade haben, wenn ich das nicht ganz falsch verstehe gerade. Und ich kann 2 Tinkturen schmeißen, die 40 MP geben würden. Aber stattdessen geben sie nur 30. Und ich habe keine AP mehr. Huh. Flüchten. Floaten, also hier so schweben, dass man keinen Erdschaden mehr kriegt. Invisigil, du bist Bottom Threat. Mehr Heilung. MP in AP umwandeln, das kann ich mir noch nützlich vorstellen. Random Debuff. Okay, haut mich jetzt ehrlich gesagt leider nicht so vom Hocker. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte gehofft, der... Also den Chemist werde ich nicht benutzen, das ist nicht mein Stil. Ich hatte gehofft, der Chemist wäre sowas wie... Hey, ich nehme einen Trank zum Heilen und einen Äther, misch die zusammen und schmeiß die auf den Gegner und dann explodiert er. So hatte ich mir das vorgestellt, weil ich hatte mir schon gedacht, dass es sowas geben wird. Aber das ist ein wenig enttäuschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist nicht, was ich gehofft hatte zu finden. Okay, ich muss aber auf jeden Fall nochmal ganz nach unten, weil nach ganz oben geht es wahrscheinlich weiter. Oder geht es hier weiter? Geht es hier raus? Hier scheint es rauszugehen. Ich wünschte... Ach ja, ich bin ja geheilt, stimmt. Ich muss mir gar nichts zum Heilen wünschen, ich bin ja geheilt. Das sieht sehr stark nach ich gehe raus aus. Goku, jetzt ein random Tipp. Gibt noch mehr zu finden in Quinta Sanctum. Wenn du den fancy Quintar nicht gefunden hast, dann solltest du auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Ja, okay, hatte ich eh vor, aber danke für den Tipp. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Bottom und wir müssen nochmal zum Top von dem Level. Ein bisschen enttäuscht jetzt vom Chemist, ne? Warte mal, wie viele Kristalle haben wir jetzt gefunden? Die hatten wir von Anfang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Stück. Das heißt, einen brauchen wir noch. Dann können wir im Westen der Stadt raus. Ach, halt, hier ist das Erz noch.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Okay, ich bin auf jeden Fall drüben. Der hat sich sofort entschieden, sich umzubringen. Toll, wenn die da im Wasser sind, dann kann ich aber nicht gegen die fighten. Bist du der Fancy Quintar? Ne. Mist. Quickshot! Zack! Ja, aim. Bam, bam. Dann einmal Blaze auf den da, dass der schön Damage kassiert. Du machst mal einen normalen Feuer-AOE. Ist trotzdem nachgehend. Das ist ja ätzend. Naja, so ist es halt. Taunt mal den da. Aber wenn Tela jetzt beide Damage-Arten frisst, dann ist sie definitiv tot. Uff, Konter. Zack! Okay, der andere heilt, glaube ich. Ja, natürlich. Ist auch noch ein AOE-Heal, ey. Was für eine Drecksau! Er schießt den ab! Bam! Abgeschossen. Immer noch nice Musik. 12 reicht nicht, ne? 14 braucht man für den AOE. Na, ich hack ein bisschen. Gut, geil. Ah, mein Kopf. Bam, sein Kopf. Die Crits sind dicke. So, bist du der Fancy Quinta? Ne, du bist auch so ein Ding. Oh, ich hab mich nicht geheilt. Oh, ich hab mich nicht geheilt. Nein. Oh, das ist nicht gut. Ja, oh, das war der AOE, nicht der Crit. Ah, nein. Okay, Double Cast. Das hier. Seine Resistance runtersetzen und dann anzünden. Wegen Dot, der hat 1337 HP und jetzt nicht mehr. Und dann mach aber. Ja, ich würde sagen, das hier. Und du taunest den mal. Und dann lege ich den Controller weg. Trink mal wieder was. 20 Damage zu wenig. Ich hätte mit Doran angreifen sollen. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre alles gut gewesen. Ah, ich hätte mal was ändern können bei Doran jetzt. Weil der hat nämlich jetzt endlich das Ding gemeistert. Nice. Jetzt kann er einen richtig dicken Chi-Burst machen. Aber das Problem ist, lohnt sich halt fast nie. Irgendwas noch zum Equippen? Ne. Wir heilen uns mit Magie. Magie! Wo ist der Fancy Quinta? Wahrscheinlich ganz oben. Kam ich hier nicht her? Mir war es, als würde ich hierher kommen. Ja, klar. Ja, warte mal. Warte mal. Ich habe mich ja nicht an den an einen neuen Teleporter, an einen neuen Speicherpunkt gesetzt. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder nach oben beamen. Vielleicht ist er in der Luft, ne? Das ist ja Metal. Okay, wir sind oben. Speichern. Klasse wechseln. So, jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir nämlich den. Der Chemist sieht allerdings schon ganz cool aus. Sieht alles ganz cool aus. Aegis sieht ein bisschen peinlich aus, ehrlich gesagt. Aber na gut, machst du nix. So, wir brauchen tatsächlich einen Black Mage als nächstes. Als zweites. Wegen der Storm Stance. So, du kriegst jetzt einfach das tankigste, was ich habe. Hier, der Boomer Shield. Ja. Stormhelm ist. Der Copperhelm gibt halt auch mehr HP, ne? Ja, nehme ich. Copper Suit. Mehr Bedrohung, though. Bedrohung oder HP? Bedrohung ist gar nicht so wichtig, weil ich mich ja eh versuche, vor meine Teammitglieder zu schmeißen, um zu kontern. Das brauche ich nicht. Immun gegen Sleep wäre natürlich ganz nice.
Könnte ich ihm jetzt mal geben? Habe ich irgendwas, was mich tankiger macht? Das hier, aber würde ich tatsächlich, glaube ich, eher lieber floaten. Aber macht ja auch nie was irgendwie. Air Damage. Ich glaube, so ist. Ach, das ist zweihändig. Das Schwert, was ich equippen wollte, war zweihändig. Okay. Habe ich irgendeine Passive, die ich equippen muss? Nein. Wunderbar. Dann sind wir ja ready. Das passt, das passt, das passt. Dann nochmal ganz kurz hier. Ach, warte mal. Arbis. Du kannst auch einen Schamanen meistern. Geil. Dann wechseln wir dich jetzt auch wieder zum. Zum Black Mage. Wenn du dann nicht mehr so geil aussiehst. Oh, der Chemist bei deinen Frauen ist ja awesome. Wizard. Und Shaman als zweites. Ah, Hexmagie. Der dickste Damage ist, glaube ich, einfach auf dem Stab, den ich habe immer noch. Ja, ich werde nichts umändern müssen. Ohrringe sind immer noch das Beste, was ich habe. Okay, du bist ready, du bist ready. Gut, jetzt kann ich noch ein bisschen was lernen. Was kann denn der Wizard lernen für einen Punkt? Wands. Da würde ich lieber das langsam lernen, weil 700 Fire Damage ist halt extrem viel. Kostet halt auch extrem viel Mana. Aber das wäre halt geil. Da muss ich hin. Aber das wird noch ein Stück dauern. Dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sparen. Ein bisschen die Punkte sparen. Ich muss jetzt mal erst meine ich habe zwei Jacken an, mir ist so kalt. Ich habe zwei Summer Breeze Jacken an. Hier, schau. Und unten drunter habe ich natürlich nichts an. Nein, natürlich ist es ein, das kann man jetzt nicht so wirklich sehen, aber das ist ein ich kann nicht aufstehen. Die Kamera ist nicht im richtigen Winkel, als dass ich das zeigen könnte. Aber es ist im Prinzip ein T-Shirt mit Gameboy-Design. Mit ganz vielen Gameboy-Icons drauf. Wie zum Beispiel einem Energietank aus Metroid oder einem Pokéball aus Pokémon Gold. Oder Gelb? Gelb, glaube ich sogar. Gelb, Rot, Blau. Anyway. Ja, wir sind hier fertig. Ich kann jetzt nach oben. Nee, warte mal. Hier lang. Ja. Und dann so, und so, und dann so, und dann hier, da, hoch und darüber. Oh mein Gott. Okay. Ich versuch's. Komm her, ich will dein Auge. Bleib stehen. Der ist ganz schön groß. Oh mein Gott, die... Das ist Stranger Things! Okay, jetzt nicht mehr. Feier! Ich muss klauen. Okay. Mixed Magic. Double Cast. Snap. Protect. Auf den. Regen. Auf den. Oh mein Gott, der ist nicht schnell genug dran. Dulran ist zu fucking langsam. Das ist schlecht. Ja. Enemy Info. Kriegt sehr viel weniger HP-Damage, kriegt sehr viel wenig Wind-Damage, kriegt viel Donner-Damage. Und die Abilities sind instant fertig. Uff. Und er hat sehr hohe Stats und extrem viel Speed. Der ist auch gleich ein paar Mal dran. Als nächstes macht er einen normalen Angriff. Der macht 285 Damage. Okay. Das heißt, wir wollen ihn als erstes... Vielleicht als erstes das hier? Jetzt ist er zwei Runden, kriegt er länger Debuffs. Wir können jetzt hier unsere Stance anmachen.
Das beendet ja unsere Runde nicht. Uff, das ist viel Mana, das da verbraucht wird. Direct Single Target Attack. Are taken instead by the. Okay. Der greift jetzt. No. Nee, was macht der? Er castet Haste! Ich überlege halt gerade, auf wen ich Cover mache. Weil der castet jetzt Haste. Danach macht Taylor nicht mehr so viel, also hat dann keine Prio mehr, weil Taylor nicht so viel Damage machen wird wie Arles. Vielleicht doch lieber auf Arles direkt. Gut. Abgesehen davon, dass die jetzt. Evade Multi-Target Physical Attacks. Okay, der macht einen normalen Attack. Dann klau mal von dem. God damn it. Mixed Magic. Double Cast. Again. Und zwar erstmal einen Heal auf Taylor. Und dann ein Refresh auf Arles. Arles. Damage. Debuffs. I guess. Poison. Oder Burn. Wenn er weniger AP aufbaut, ist ganz nice. Machen wir mal. Jeder aktuelle Status hat seinen Tick-Counter erhöht um 2. Das heißt, mein Regen kann ich damit erhöhen und mein Cover kann ich erhöhen. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Jetzt mache gar keinen Damage. Also zack! Cover! Counter! Und Lightning-Counter! Nice, und wir haben Aggro. Gut. Gut. Sehr gut. Duran macht einfach nur noch keine Damage. Der braucht nur noch irgendeine Waffe, die Damage macht. Am liebsten würde ich ihm ja eine Axt in die Hand drücken. Gucken, ob der. Nee, der. Die Aegis kann keine Äxte tragen. Das heißt, ich müsste zum Krieger reinskillen und da Äxte holen. Das wäre eine Möglichkeit. Beklau den! What the fuck? Oh shit. Ich hätte das Ding machen sollen. Ich hätte nachgucken sollen, was es tut. Wir sind gelernt. Bam, blind. Okay, Arles heilt sich nicht mehr selbst, weil sie kein Mana mehr ist. Das Ding ist blind, macht jetzt also erstmal keinen Damage. Durin wird es auch nicht kontern. 400 HP. Reichen aber 248 eigentlich, ne? Oder ich mache das hier auf Taylor. Ja, dann ist die voll, das machen wir als erstes. Du machst quasi keinen Damage. Du kannst mal deine Ticks erhöhen. Ah, aber trotzdem nur auf ein Maximum von dem, was es halt vorher war, also auf 3 in dem Fall. Ja, ich kann Drain machen. Ich würde aber gerne lieber Poison applyen. Wie viel Damage macht das? 262, dann bin ich aber fast voll. Ich glaube, das ist die bessere Lösung jetzt erstmal. Vor allem, weil ich Aggro habe. Achso, aber ist egal, ich habe Cover drauf. Ich mach Poison. Gut. Stehlen. Shell Amulet. Klingt gut. Nice. Zack.
Lightning. Nice. Der macht jetzt Wirbelwind. Das ist extrem schlecht. Weil ich nämlich bei Taylor schon wieder die Stance nicht angemacht habe. Das ist nicht gut. Mach mal einen normalen Heal auf alles. Bam! Könnte ja auch mal jemand dodgen, aber alles cool. Was macht der? Quick. Was macht Quick? Uff, da macht er direkt zwei Aktionen. Alter. Weißt du was? Nö, machst du nicht. Machst du nicht, ne? Lass ich gar nicht zu. Okay. Problem ist, dass das alles 20 Mana. Aber für 4 Hits kriege ich 25% weniger Damage. Doesn't sound too bad, to be honest. Okay. Oh no, die Bohrer. Es ist 12 Uhr, wieso bohren die? Oh nein! Okay, damit müssen wir jetzt alle leben. Das ist ja ätzend. Ja, was ist mein Purpose? Double Cast, maybe? Protect auf irgendwen? Ich mute mich mal ganz kurz. Okay, ist er wieder aufgehört. Ich hoffe, es bleibt auch aus. Nope. Okay. Oh, das ist ein ekliges Geräusch. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Ansonsten, es tut mir schrecklich leid, aber ich kann es nicht finden. Ich bin auch gerade mitten im Bossfight. Wow, das reißt mich kaum aus den Gedanken raus. Ich mach mal kurz einen Cut. So, nachdem die Katzen jetzt panisch sind und die Bohrer aber hoffentlich aufgehört haben, können wir ja mal gucken, was hier der Plan ist. Der Plan ist wahrscheinlich... Ja, der Plan ist... Ah ne, ich kann ganz gechillt heilen, weil... Ah, der Heal heilt instant und der andere Heal ist zwar stärker, ein bisschen, aber hat Cast-Time. Okay, ja, kostet aber auch mehr Mana. Ihn erstmal. Okay, dem geht's gut. Der könnte jetzt angreifen, dann würde der Gegner aber wieder wecken und das will ich ja nicht. Skip Turn. So, der schläft sehr lange. Gestohlen habe ich. Kein nochmal. Ne, geht ja nur einmal pro Kampf, ne? Okay. Ich glaube, ich schaff den nicht. Hm. 20 Mana. Vielleicht einfach nur normalen Bolt. 305 Damage. Ist jetzt nicht so wenig. Ah, dann ist er aber gleich nochmal dran. Ja, gut, doch, komm. Mach das. Okay, ich weiß es sofort. Ah, und Taylor hat wieder keinen Reflex-Buff gemacht. Ich glaube, der Kampf ist lost. Einzige Chance, die ich jetzt noch sehe, ist Double Cast. Ein Heal da oben. Ein Heal da unten. Aber ich glaube, das reicht schon gar nicht, wenn der jetzt sich entscheidet, zwar mal zu Whirlwinden, dann ist er auf jeden Fall vorbei. Attack. Ich hatte keine. Ich hatte kein Dingens ready. Ich hatte kein Cover ready. Das ist schade. Es ist wahrscheinlich vorbei. Jetzt muss ich hier covern. Reflex Stance. Und Quickshot. Und Take Aim. Und seine HP haben sich noch nicht mal verändert. Konter, nice. Nice.
Oh! Seine HP zucken. Ah, kostet zu viel. Damn it. Tja, dann muss ich jetzt Refresh auf mich casten, sonst habe ich gar keine MP nächste Runde. Du musst dich tatsächlich ein bisschen zurückhalten. Wird nicht funktionieren, war. Ich kann es ja nochmal probieren. Nein, geht nur einmal auf Kampf. Schlacht ihn. Nicer Crit. Haste. Aber Haste heißt, er macht keinen Damage. Du wirst immer noch geschützt. Du schlägst den mit der Bibel. Schön gekontert, Alter. Oder schön geblockt. Schön gekontert. Jetzt. Zack, zack. Damage, Damage, Damage. Ich darf halt nicht zu viel Damage machen, sonst habe ich ein Problem. Schlag den. Oh mein Gott, gemisst. So, jetzt gibt's Schelle. Dodge. Oh, Whirlwind ist gar kein... Whirlwind ist gar kein Physical Attack. Ich dachte, das wäre so ein Wirbelwindangriff wie beim Barbaren, aber das ist ein Windangriff. Das ist schlecht. Ja, dich selbst, weil du wirst gleich attackiert. Ich wünsche, ich hätte einen Blind. Ach, ich habe einen Blind, aber nur mit dem Dagger. Haha. Skip Turn, ja. Move. Schlacht den. Nice. Und oh, Konter, Sam und Zoom, Alter. Es geht uns nicht gut. Nichtsdestotrotz sind wir am Leben. Und wir bursten den jetzt nicht sehr dolle, aber wir tun es trotzdem. Doppelcrit. Goodbye, Taylor. Oh mein Gott. Die geschützt, die niedrige HP haben. Damit schlacht den! So viele Crits, Alter, geil. Kann jetzt Taylor, Arliss wiederbeleben. Aber ich kann ja schon meine jetzige Party nicht am Leben halten. Aber vielleicht kann Arliss richtig reinbursten und kann es damit reißen. Vielleicht ist das die Chance, die ich brauche. Barrage! Guter Crit! Hallo Kader! Okay, Haste ist gut! Haste ist legit das Beste, was hätte passieren können. Okay, der schlägt jetzt. Das ist ein Problem. Das heißt nämlich, ich sterbe. Das heißt, ich kann jetzt nochmal einfach Damage machen. Oder auch nicht. Goodbye, Duran. Das war's für Duran. Jago ist auch useless, hat keinen Mana mehr. Das heißt, ihr zwei müsst jetzt irgendwie reißen. Du musst den dicksten Spell machen, den du hast. Ja. Das da. Okay. Okay, alles cool. Alles cool. Ich hab das. Ich hab das. Blenden geht's mir. Drain? Heal? Der Dot hat nicht gereicht. Ah! Guter Versuch. Nice try, aber da fehlt einfach noch ein bisschen Zeug. Da fehlt uns noch ein wenig Zeug. So, warum macht Duran so absurd wenig Schaden? Ist das einfach, weil das Iron Sword so shit ist? Ich meine, das hat 51 Attacks. Das ist einfach hyper garbage. Selbst der Stock hat so viel. Ich glaube, unsere Schwerter sind einfach alle garbage. Vielleicht. Was ist mit dir? Willst du einen random Tipp? Der Fancy Quinter Wirbelwind oder Whirlwind Spell ist ziemlich schwer mit zu dealen. F-
Versuch jemanden mit dem Shaman Subcommand auszurüsten. Der Bio-Spell wird dir da richtig helfen. Ja, stimmt, wenn ich dem seine Magic Attack runtersetze, das könnte tatsächlich helfen. Ja, was ich aber auch will, Wie cool sieht denn der männliche Shaman aus? Das sieht alles so cool aus. Damit könnte ich halt dann lernen, die Axt zu equippen. Und müsste nur ein paar Fights machen. Und unsere Äxte sind definitiv etwas besser. Vor allem die Hunting Axe, Alter. Jesus Christ. Ja, nehme ich. Zack. Und dann brauche ich nur noch ein paar Punkte. Also 1,5 Level. Aber soweit muss ich erstmal kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Bohrer haben jetzt aufgehört. Ich mache jetzt aber trotzdem ein Päuschen. Meine Pizza ist auch gleich fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.